Ja, hallo, da bin ich wieder am Start in Assassin's Creed 2. Weiter geht's. Ja, wie man sehen kann, befinde ich mich jetzt wieder in Venedig, nachdem ich ja beim letzten Mal, sprich in der letzten Folge zu sehen, dass diese Familiengruft bzw. Assassinengrab erforscht habe, bin ich jetzt wieder zurückgereist, um hier weiterzureisen. Reisen natürlich weiter zu machen, sprich fortzuschreiten in der Story. Und muss jetzt erstmal hier wieder hochklettern. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. Der ist vom Oh, komm. Affen gebissen worden. Ja, genau. Ich werde immer vom Affen gebissen, jeden Tag. Und das zwar, und das jedes Mal dreimal, um sicher zu gehen, dass er mich auch wirklich gebissen hat. So, wir sind schon oben. Wir dürfen jetzt synchronisieren, denn diesen Bereich kennen wir noch nicht. Das habe ich jetzt euch gerade gar nicht gezeigt, aber ist jetzt auch nicht unbedingt, denke ich mal, so wild. Die Karte wurde aktualisiert. Sprich, ich bin gerade bei der Rialto-Brücke. Von dort aus hat diese Folge angefangen und bin jetzt gerade hier hingegangen und werde jetzt mal noch kurz, vielleicht auch ein Ticken uninteressant für euch, die Aussichtspunkte mir hier anzeigen lassen bzw. erobern, um diese Bereiche dann zu kennen, damit ich mich in der Stadt wieder ein wenig besser auskenne und somit meine möglichen Fluchtrouten besser planen kann. Muss schneller sein. Wird zwar, wird, ja, genau, Tummel. Ja. Langsam, glaube ich, mit blauen und blutigen Flecken. Ja, tut mir ja leid, Mensch. Das war auch nicht geplant. Stand's nur im Weg. Mit deiner klobigen Rüstung. So. Und hoch da. So. Und hoch da. Und hoch da. So. Genau. Bleib mal. Oh. Da lag eine Leiche. Ja, sowas kann passieren. Ne? Unglaublich, dass da eine Leiche auf einmal vom Dach fällt. Hätte ich ja nicht gedacht, Leute. Ja, so sieht das aus. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr im Spiel weiter fortgeschritten seid, beziehungsweise vorgegangen seid. Sprich, ob ihr genauso vorgegangen seid, ähnlich oder ganz anders. Oder ob ihr sagt, ach, was interessiert mich hier die Türme? Ich brauche das alles nicht. Oder erst alles freilegen und dann sich mit der Story beschäftigt haben, beziehungsweise wäre ja auch interessant, jetzt mal zu wissen, wobei dann wäre dieses Video sehr, sehr kurz. 47 von 73, also da sieht man mal, dass ich da schon echt viele von habe. Wäre natürlich das Video ganz kurz, wenn ich jetzt fragen würde, was würdet ihr als nächstes machen, denn wir haben. Ich kann mal. Nee, das war ein bisschen. Ja, genau so. Wie ihr seht, ist einiges, ne, was heißt einiges zu tun, ist übertrieben. Also, wir hätten, hier haben wir noch einen Aussichtspunkt, hier haben wir einen Templer versteckt, da hatten wir ja mal vor einigen Folgen die Info, hey, da können wir jetzt mal ein bisschen kräubern gehen, sprich richtig fett Moneten machen. So, als nächstes hätten wir hier noch den Erinnerungsanfang, sprich wir spielen in der Story Part 11 weiter und haben hier nochmal ein Assassinengrab. Hier übrigens habe ich noch zwei Türme gar nicht erklommen. Auch nicht schlecht. Und da habe ich auch noch einen Turm. Ich hätte noch, also was die Türme angeht, die muss man jetzt nicht alle nehmen. Ne? Zumindest vielleicht nicht die äußeren, aber ich würde mal sagen, ich jump hier jetzt hin, sprich Erinnerungsfang. Und erstmal wieder schön runter. Klar. Ich habe traditionelle Mittel und die Ohne dass das jetzt fies klingen soll, ne? Aber ich, der Abstand vom Turm dorthin, wo ich gerade hingesprungen bin. Die Entfernung betrug gerade ja, ein wenig exorbitant. Eine Entfernung, die ich, glaube ich, nicht so ohne weiteres springen könnte. Also mit anderen Worten, ich fand das gerade ein bisschen heftig, dass ich hier was waren das? 30 Meter weit springen konnte. Oh, wir müssen hier hin. Nee, da müssen wir nicht hin, denn hier ist kein Eingang. Und hier sitzt. Ja, genau. Ja, ist gut. So, was habe ich gelernt?
Echt, Dovi? Wo muss ich ihn hin? Verdammte Axt. Ich muss darüber. Und ich habe leider gerade nicht den Eingang im Kopf. Ja, los. Heidewitzka. Das läuft heute wieder mal richtig gut hier in der Folge. Ich muss jetzt diesen komischen Eingang hier von dem... Ich habe gar nicht gewusst. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich rein muss in die gute Stube. Aber okay, dann mache ich das jetzt. Ich brauche dich nicht kriegen. So. Wir sind drinne. So, war gerade mein Fehler. Sorry, ich habe gedacht, das wäre außerhalb, aber leider nicht. Nö. Jetzt werde ich hier echt ein bisschen verhungepiebelt, habe ich das Gefühl. Ist das... Okay. Ich weiß zwar nicht, aus welchen Gründen das so ist, aber es scheint hier oben zu sein. Ja, genau, da ist es. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Geht wieder runter. Er ist hier. Sprich dein Gebet, Schurke. Das Lustige ist, ich soll da oben hinlaufen und gleichzeitig läuft hier da rum. Heidewitzka. Sehr sinnig, sehr sinnvoll. Aber egal, wir starten. Wo bringen Sie es hin? Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffes beschaffen. Okay. Wie weit darf ich eigentlich hier laufen? Wo ist denn eigentlich? Muss ich den eigentlich hier killen? Sofort! Ekolon! Packt ihn! So. Okay, das war nicht sehr sinnvoll, aber okay. Ich habe so das arge Gefühl. Oh Gott, oh Gott. Los, komm. Ja, das arge Gefühl beschleicht mich gerade. Ich würde ja jetzt die Entfernung verringern. Ich habe nur gerade das Problem, dass da ein paar Leute der Meinung waren, hey, ich muss dich nerven. Entfernung zum Ziel beibehalten. Ach so. Ich darf ihn nur verfolgen. Ich darf ihn gar nicht hier anfassen oder so. Okay, jetzt habe ich... Ich habe gedacht, ich muss ihn gerade hier ausräubern oder so, klauen. Aber da kam eben gerade die Meldung, ich soll die Entfernung zum Ziel beibehalten. Pustekuchen, nicht mit mir. Nicht mit mir. An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll für frisch gefangene Egel, der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. So, da läuft er. Den lassen wir durch. Und dann gucken wir hier schön um die Ecke. Und dann hier lang. So, und jetzt hier lang. Los, komm. Lululululul. Rennt jetzt auf einmal ganz schön schnell. Was macht der denn da? Glück gehabt, Leute. Glück gehabt. Einmal. Nicht mit mir gerade. Sorry, weil ich gerade nicht so viel geredet habe, aber das lasse ich mir nicht entnehmen. Wo ist denn der gerade lang gelaufen? Ach, der ist jetzt... Nein, 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 nein.
Glück gehabt. Glück gehabt, Leute. Habt ihr es gesehen? So macht man das. Kleiner Scherz. So macht man das vielleicht natürlich nicht unbedingt. So. Da stehen wieder zwei. Mal läuft er ganz schön schnell und mal auf einmal so, yay. Das ist immer die Frage, Drich. Hey. Da stehen wieder Wachen. Da muss ich mir auch noch drauf achten. Dass hier die Wachen mich nicht entdecken. Wo ist er denn hin? Eingenommen? Der will wohl echt sicher gehen, dass ihm keiner folgt. So, wo ist er denn jetzt lang? Ey, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Gas geben, ne? So, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, dank dem hier. Ein Vogel da. Die Frage ist, wann dreht er sich wieder zurück? Und dann bin ich nämlich am Popöchen. So, komm. Unter dich schieße! Du darfst nicht hier oben sein! Ja, das ist schön. Habe ich hier irgendwelche zum... Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Gut. Ich habe nur 1,24. Das heißt, drücken, um anzuheuern. Wie ihr mir helfen könnt, sage ich dir gleich. Und zwar dann zack und sage, lenken. Eine Nacht mit mir ist nie vergessen. So schön wie eine Göttin. Hey Mädchen, für dich tue ich alles. So. Habe ich geschafft. Ich habe es geschafft im letzten Moment. Aber das war wirklich der letzte Moment. War das 3 Sekunden? 10? 9? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe es jetzt geschafft, Leute. Jip. So. Leute, ich mache hier jetzt mal einen Break. Ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, wie es geht, beziehungsweise wie ihr das auch machen könnt. Ich hoffe mal, dann habt ihr viel Spaß dabei. Ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.